Grüße, ich bin Dominik und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch die beiden Zweihandklappmesser vor, einmal das Ravus und einmal das Ferox. Ich werde diese beiden Messer heute vergleichen. Als erstes gehen wir mal die wichtigsten Key Facts durch, einfach mal zu sehen, wo sind diese Messer identisch und wo sind sie unterschiedlich. Und später machen wir dann auch noch ein paar kleine Praxistests, um einfach mal zu sehen, wie sich so ein Messer draußen in der Natur schlägt. Das ist immer auch sehr wichtig für euch, dass ihr sowas im Video seht. So, als erstes würde ich vorschlagen, vergleiche ich mal die beiden Messer, nur so vom rein optischen. Da merkt man gleich, dass sich die Messer unterscheiden. Ja, das Ravus hat schon mal eine ganz andere Klinge als das Ferox. Das sieht man schon an der Form. Das Ravus ist von der Spitze bis nach hinten eher etwas abgerundet. Hingegen das Ferox, ja, hat so eine leichte Kurve in der Klinge drin. Ansonsten bestehen beide Klingen aus hochwertigem D2-Stahl. Also von daher kann man sich nicht beschweren. Hier oben an den beiden Klingen haben wir auch jeweils, ja, so Gravuren, dass man halt so einen kleinen Grip hat auf der Klinge. Ansonsten, die Griffe unterscheiden sich auch von außen. Ja, beim Ravus haben wir eher so etwas Abgerundetes an den Seiten. Und das Ferox ist halt wirklich so kantig und glatt an den Seiten. Ich finde, man hat beide Messer ziemlich gut in der Hand. Beide Klappmesser sind natürlich auch nach Waffengesetz 42a legal in Deutschland führbar. Außerdem kommen beide auch noch mit einer Kydex-Messerscheide mit. Ja, ist einfach extrem cool. Dann kann man das Messer sehr sicher damit rumtragen und man hat es auch wirklich schnell zur Hand. Die Kydex-Scheide besteht übrigens auch aus hochwertigem Kunststoff und sie verfügt ein Decklock-Tragesystem, das man ganz einfach am Gürtel befestigen kann. Ansonsten, die beiden Klappmesser sind bei Odenwolf für 39,99 € erhältlich. Ist wirklich ein cooler Preis. Und übrigens, mit meinem Rabattcode TALSA10 könnt ihr nochmal 10% auf das gesamte Sortiment von Odenwolf sparen. Jetzt nicht nur auf diese beiden Klappmesser, sondern wirklich auf den gesamten Shop. 10% sparen mit meinem Code TALSA10. Also schaut unbedingt mal bei Odenwolf vorbei. Vielleicht findet der ein oder andere ein cooles Teil für sich. Ja, da gibt es auch Fulltank-Messer, geile Messer, Macheten, andere Klappmesser noch. Sie haben wirklich ein riesiges Sortiment. Schaut wirklich mal rein. Der Link und der Rabattcode zu den Messern ist in meiner Videobeschreibung. Schaut gerne mal vorbei und gönnt euch. So, nun fangen wir an mit einem kleinen Praxistest. Ja, den mache ich eigentlich immer bei meinen Messertests. Und dazu machen wir wirklich einfach so einen Schärfetest hier bei diesem Blatt Papier. Ich fange an mit den Ravus. Wichtig ist noch zu sagen, dass ich das Messer nicht nachgeschliffen habe. Also so wie das Messer jetzt performt, so kommt es direkt aus der Verpackung. Ja, also ihr habt selbst gesehen, dieses Ravus, diese Klinge, die schlägt sich extrem gut und das nur aus der Verpackung, also da ist nichts nachgeschliffen, kann man also wirklich direkt so verwenden. Ich bin wirklich beeindruckt. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit dem Ferox und dann schauen wir mal, ob sich diese Messer klingen, weil sie eine andere Form da irgendwo unterscheiden. Ja, auch das Ferox schlägt sich wirklich extrem gut, also die sind wirklich von der Klingenschärfe identisch. Da merkt man auch jetzt keinen Unterschied, dass das jetzt irgendwie so eine andere Klingenform hat. Also wirklich zwei scharfe Klappmesser. Und ja, den ersten Praxistest haben wirklich beide top bestanden. So, als nächstes probieren wir ja so ein bisschen Naturschnur zu durchtrennen. Ist vielleicht für den einen oder anderen, der Bushcraft betreibt, auch ziemlich wichtig, um sein Tarp abzuspannen. Ja, der hat immer mal wieder mit ein bisschen Schnur zu tun. Ich fange wieder an mit den Ravus. Einfach mal hier eine Schnur zu durchtrennen. Ja, war wirklich problemlos. Hat man ganz easy durchtrennt. Aber das würde mich jetzt auch wundern, wenn das nicht einfach ginge. Aber jetzt probieren wir mal einen kleinen Extremtest. Ja, direkt 8 Schnüre. Ja, schneidet es wirklich ganz easy durch. Wirklich kein Problem, das Ganze zu durchtrennen. So, das gleiche probieren wir jetzt nochmal mit dem Ferox. Ich habe hier wieder 8 Schnüre. Und die probieren wir jetzt zu durchtrennen. Ja, auch hier das Ferox macht das problemlos. Man merkt wirklich keinen Widerstand. Das kann man einfach nur ganz easy hindurchdrücken. Man muss nicht schneiden, man muss gar nichts. Einfach nur durchdrücken. Und schon sind diese Schnüre durchtrennt. Ist jetzt natürlich nur Jute-Schnur, aber ich bin mir sicher, dass auch Paracord und andere Schnüre dieses Messer problemlos hindurchbekommt. Als nächstes probieren wir einfach mal ganz gewöhnliches Schnitzen hier bei diesem Stock. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Aufgabe eines Klappmessers. Aber ja, wir schauen mal, wie sich beide Messer darin schlagen. Also, man kann wirklich ganz easy auch große Stücke wegschnitzen. Funktioniert wirklich extrem gut. Also dringt ins Holz wirklich sehr gut hinein.
Also ihr seht selbst, ich habe jetzt nicht mal 20 Sekunden hier rumgeschnitzt und habe schon eine fette Spitze. Also man kann hier wirklich auch richtig große Holzstücke wegschnitzen. Es geht wirklich hindurch wie durch Butter, also ihr seht selbst. Und auch das Holz ist hier richtig fein, das heißt, das Messer gleitet hier wirklich wie durch Butter hindurch. Also Thema Schnitzen hat das Ravus schon mal ultra gut bestanden. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit dem Ferrox. Vielleicht hat diese Klingenform einen kleinen Vorteil beim Schnitzen, ich weiß es nicht. Deshalb würde ich sagen, probieren wir das Ganze jetzt mal aus. Auch dieses Messer gleitet extrem gut durchs Holz hindurch. Also auch da bekommt man wieder in Kürze eine tolle Spitze hin. Also zum Heringschnitzen eignen sich diese Klappmesser extrem gut. Also Schnitzen haben die beiden Klappmesser wirklich sehr gut bestanden. Jetzt würde ich vorschlagen, machen wir noch so ein bisschen Betoning. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht wirklich eine Aufgabe für ein Klappmesser. Aber ich finde, ein gutes Klappmesser muss das im schlimmsten Fall auch können. Deshalb probieren wir das jetzt. So, ich habe mir jetzt hier ein paar Klötze organisiert. Die werden wir jetzt spalten. Sind jetzt schon ein bisschen dick, aber nicht allzu dick, weil wir halt trotzdem ein Klappmesser verwenden. Aber ich würde sagen, das probieren wir jetzt mal. Ich fange wieder an mit dem Ravus. Ja, wirklich kein Problem. Geht auch hier wieder hindurch wie durch Butter. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit dem Ferrox. Ja, jetzt nehmen wir hier mal ein bisschen einen größeren. Ja, auch wenn hier so eine Verastung drin ist, das Messer geht hindurch, als wäre es kein Hindernis. Auch das Ferrox hat hier wirklich keine Probleme. Ja, geht hindurch wie durch Butter. Und ich muss sagen, Thema Betoning, haben die beiden Messer jetzt wirklich sehr gut bestanden. So Freunde, das war's jetzt mit dem Praxistest. Es war ein kurzer Praxistest, aber ich finde, das waren wirklich so die nötigsten Aufgaben, die so ein Klappmesser können muss. Und ja, wenn es diese Sachen kann, dann kann es auch alle anderen Sachen. Ja, da brauchen wir jetzt gar nicht mal so einen Apfel durchtrennen oder ein Brot aufschneiden. Das schafft's sowieso, das wissen wir. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was erfahren über diese beiden Klappmesser. In dem Sinne, Freunde, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.